Uns hinsetzen. Gut, nach dem langen Sitzen. Jetzt wieder ein bisschen dehnen. Okay. Auch die, was online eingeschaltet haben, ja, hallo aus der Sächsischen Schweiz. Wir machen mal die Tage jetzt wie Passana und ja, seid jetzt live dabei. Gut, wir setzen uns gerade hin. Und dann nach hinten, Rücken gerade. Schließen die Augen. Und konzentrieren uns. Spüren Zustand vor der Einheit. Die ganze Aufmerksamkeit nach innen gerichtet. Konzentrieren uns auf die Nasenspitze, spüren den Atemstrom ein und ausgehen. Die Hände seitlich nach oben und runter. Wir singen einen dreifachen Mantra. Atmen tief ein. Gut, Hals, Nackenbereich aufwärmen, Kinn runter, ausatmen, einatmen nach oben. Ein Kopf gerade, Drehung rechts aus, Kopf Mitte ein. Jetzt.
Bitte. Auf gerade. Nein. Rechtes. Ja, zur rechten Schulter. Ein. Links. Ein. Rechts. Links. Ein. Wir bleiben rechts. Mit der rechten Hand greifen wir das linke Ohr, linke Hand ausgestreckt. Und weiter atmen. In den Bauch. Einatmen, Wechsel. Aus, links. Gehen wir runter. Kurz ist einer raus. Beim Einatmen Kopf eine Richtung weg, nach hinten rein, aus vorne, ein, zurück, aus vorne, ein, aus, und ausbleiben, Kinn unten, ins ein, aus, einatmen, andere Richtung drehen, und einmal noch ein und unten aus. Kopf gerade, Hände nach oben. Wir strecken uns jeweils links und rechts, Hände nach oben, Schultern auch raufziehen. Die Finger zusammen, Hände nach oben, hochstrecken und ein Ellenbogen runter, ausatmen, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Hände oben, auseinander, einatmen, Oberkörper bleibt gerade, Hände nach hinten, nur die Hände, halten, und vor. Nochmal Hände nach oben. Ein. Eine Richtung, Drehung. Schau zurück über die Schulter nach hinten. Und in den Bauch weiter atmen.
tiefes Einatmen. Scheitel zieht nach oben. Rücken nochmal ausstrecken und ausatmen zurück. Wir bleiben bei der Atmung. Ein, vor, Hände nach oben, Rücken ausstrecken und ausatmen, andere Seite. Und atmen. Und nach vorne kommen. Hände neben den Knien. Auf die Matte drauf. Finger schauen nach vorne. Genau. Ellenbogen vor. Wir dehnen unsere Finger. Oberkörper ein wenig tiefer. Zurückkommen. Hände links, rechts auseinander. Finger oder Fäuste zusammen, auseinander. Locken die Finger auf. Daumen in die Faust und kreisen. Andere Richtung. Anderes Kontrolle. Die Hände auf die Schulter. Wir kreisen mit den Schultern. Heben dabei auf die Schultern nach oben. Runter. Runter. In der Richtung. Bleiben mit den Ellenbogen vorne stehen und machen das im Gegensatz. Einer nach hinten, einer nach vorne. Okay, wechseln. Okay. Die Hände verschlossen hinter dem Kopf. Nochmal gerade, tief einatmen. Ausatmen, rechter Ellenbogen runter. Ein. Links. Tief ein, zurück, nicht atmen und ausatmen nach vorne, der Rücken ist rund, Kopf zieht weiter runter, ein, nochmal, rauf, rechts, ein, ein, zurück, halten, und ausatmen nach vorne. Okay, wieder gerade. Hände rauf, hochstrecken. Rechte Hand, Matte, linke oben drauf. Und wir gehen auf die rechte Seite, schauen nach oben aus dem Arm heraus. Atmen weiter. Tief ein, nach oben, links, aus.
tief ein. Die Hände zurück, Finger schauen nach hinten und ausatmen, Becken vom Boden lösen. Öffnen hier die Schultern. Das kommt weiter auf. Runter, Hände auf, wir beugen uns nach vorne, Hände ziehen so weit wie möglich nach vorne. Strecken unsere Rücken aus. Gut, und kommen. Zurück. Hände auf die Knie, Oberkörper gerade, einatmen, nach vorne, eine Richtung drehen, ausatmen, hinten den Rücken rund, ein, vor und aus, Hände. Und einbleiben, vorne stehen, aus, andere Richtung. Gut. Nach oben kommen. Nochmal Rücken gerade. Einatmen. Mit dem geraden Rücken nach vorne kommen. Ausatmen zurück. Oberkörper tiefer, Kopf weiter runter. Spüren das Ziehen hinten im Rücken. Ein, vor. Nochmal ein. Gut. Beide ausgestreckt. Auflockern. Okay, die Hände vorne an der Brust, ein Knie rauf, runter, seitlich, nach oben und wieder ausgestellt. Links, rauf, seitlich, oben, ausgestellt. Und Abwechslung, links und rechts. Beide ausgestreckt, Hände rauf, Rücken gerade, einatmen und ausatmen zu, beide Füße nach vorne, Rücken entspannen, Beine entspannen. Atmen tief ein, ausatmen, Oberkörper tiefer, runter,
Noch mal ein. Und Entspannung aus. Okay, nach oben. Greifen unseren rechten Fuß und ziehen ihn nach oben. Runter. Rauf. Runter. Bleiben, oben, ausgestreckt. Versuchen, unseren Rücken gerade zu machen. Und halten. Gut, machen wir es nochmal dynamisch. Im Auflauf. Rauf, runter. Okay, das Bein ist oben ausgestreckt. Mit der rechten Hand greifen wir innen an den Jansen. Genau. Linke Hand hinten abgestützt. Rechtes Bein ausgestreckt. Und wir gehen seitlich hin und her. Machen unser Hüftgelenk auf. Okay, gut. Greifen vorne mit zwei Händen und reisen jetzt mit dem Fuß und auch das Knie geht zurück, automatisch. Und wechseln andere. Greifen jetzt unser großes Ziel, den rechten, mit drei Fingern, strecken praktisch Knie geht nach hinten und Fuß zurück und vorne versuchen wir unseren linken aufzugreifen. Okay, gut. Rechts nach vorne. Links Fuß am rechten Oberschenkel. Genau. Locke. Ende hoch. Die Beine. Und ausatmen zum rechten Fuß. Entspannen jetzt den rechten Bein. Okay. Tiefes Einatmen. Rücken gerade, Kopf schaut kurz nach vorne, nach
Ziehen uns vor und ausatmen mit angeraden Rücken runterkommen. Okay, langsam nach oben. Linkes Bein vor. Gestellt. Rechts jetzt angewickelt. Und über den linkes Knie. Linke Hand nach oben. Einatmen. Hochstrecken. Ausatmen. Drehung rechts. Wir greifen unser Knie. Ziehen das an unseren Bauch ran. Und schauen über die rechte Schulter nach hinten. Atme tief in den Bauch. Ausatmen, stärker zurück. Halten und wieder. Beim nächsten Einatmen nach vorne kommen. Rechten Fuß am linken Oberschenkel, Knie am Boden. Linker Fuß nach oben und über den rechten Knie. Genau. Rechte Hand nach oben. Hochziehen. Und Drehung jetzt links. Zurück über die linke Schulter nach hinten schauen. Jetzt die Drehung in der Wirbelsäule im Becken. Stärker zurück ausatmen. Okay. Und raus. Jetzt links und rechts Fuß zusammen. Metallut, Knie auf und runter, vorsichtig. Öffne mit den Händen die Füße wie ein Buch aufgeklappt. Mit den Ellenbogen drücken wir die Oberschenkel an die Knie runter und mit dem Oberkörper kommen wir langsam beim Ausatmen zu der Matte hin. Spannung in die Oberschenkel, in die Hüfte, Gelenke.
versuche tief zu atmen. Vollständig rein. Und aus. Und der Körper entspannen. Knie zusammen. Umarmen die Knie und fester an unsere anderen Knie. Entspannen kurz. Gut. Beide Beine ausgestellt, ein wenig auflockern. Hände nach oben, ein und ausatmen, vor zu den Füßen. Hier nochmal Entspannung, jetzt sollten wir ein wenig tiefer runterkommen, über mir schmal. Ein paar Sekunden bleiben. Wieder sein. Und Oberkörper tiefer aus. Nochmal. Gut. Einatmen nach oben. Links, Fuß, greifen, nach oben, ausgestreckt, und runter, ausgestreckt. Wir bleiben ausgestreckt, oben. Versuchen unseren Rücken gerade zu bringen. Und halten nochmal runter. Okay, ausgestreckt. Jetzt linke Hand greift linken Fuß innen. Rechte Hand abgestützt. Und wir gehen mit dem Fuß, mit den Beinen links und rechts. Jetzt die linke Hüfte. Beide Hände und die Kreise mit dem Fuß und zurück. Das Kind geht auch mal mit. Okay, Richtungswechsel.
Dreipad, unseren linken großen Zeh und ziehen den Fuß nach hinten mit der rechten Hand, vorderen. Links Fuß stärker zurück. Okay. Jetzt nach vorne. Rechten Fuß ganz an. Und linke Handschuhe. Hände nach oben. Ein- und ausatmen zum linken Fuß. Rücken gerade, Becken zieht ein wenig zurück, ausatmen, also Körper tiefer. Und das Ziel in den Körper. Und spannen uns mehr und mehr. Okay. Rechts jetzt ausgestreckt, links über den rechten, rechte Hand nach oben, hoch und drehen links. Und über die linke Schulter. Wir greifen unser Knie mit der Hand rund, genau, und drücken das Knie an den Bauch ran. Jetzt, wenn wir in den Bauch atmen, massieren wir gleichzeitig auch die anderen Organe. Ja, ganz gut. Einmal nach vorne. Linker Fuß am rechten Ausschnitt. Rechter Fuß nach oben und über den linken Knie. Schauen wir mal auf den beiden Sitzhöcker sitzen, dass wir nicht rausfallen. Linke Hand nach oben. Und Drehung jetzt rechts. Genau.
Und wir atmen wieder in den Bauch tief ein. Die ganze Mitte aus. Die Lärmen da. Gut. Und rauskommen. Beine aufgestreckt. Und nach oben und zurück. Die Finger schauen nach hinten. Wir heben unseren Becken so Boden. Und bleiben hier. Öffnen hier, also fallen jetzt hier nicht so runter, sondern öffnen Brustkorb. Mit den Füßen vor, zurück, vor, zurück, kreisen, in Richtung, und rechts. Okay, Becken wieder runter, Hände nach oben, Rücken gerade einatmen, ausatmen, vor, zu den Füßen. Und entspannen. Jetzt müsste es normalerweise noch tiefer runtergehen, tief ein und aus. Und langsam. Die Füße zusammen. Wir wechseln nach vorne in die Katze. Die Knie schulterweit auseinander. Ende auch. Die Füße abgestellt. Becken nach hinten. Einatmen an der Matte vorbei. Und nach oben. Und jetzt wieder tauchen aus. Gut, Katze Ausgangsposition. Becken bleibt oben. Wir gehen mit den Händen nach vorne, Brustkorb weiter runter zu der Matte, Kinn oder Stirn auf der Matte drauf und entspannen.
Wir wechseln nach vorne auf die Matte. Die Hände links, rechts, neben den Schultern. Mit den Füßen hinten abstützen. Vorbereitung auf den heraufschauenden Hund. Tiefe rein. Atmen, Oberkörper nach. Oben, Becken von der Matte lösen. Schauen nach oben. Und ausatmen in den herabschauenden Mund. Die Füße mattenbreit auseinander. Fersen ausgedreht nach außen. Und entspannen uns hier. Beine mir ausstrecken, Arme mir ausstrecken. Linker Fuß, Mitte, rechts nach oben. Beine ausstrecken, links und rechts. Die linke Ferse zieht zu der Matte herunter. Mit rechts einen Schritt vor. Weiter. Wir schauen nach oben. Links dazu und den Leinen. Hände entweder auf der Matte oder hinten Fersenreifen. Entspannen unsere Kniekehle. Drücken die Knie weiter nach hinten. Tiefes Einatmen, wir schauen mit dem Kopf nach vorne. Ausatmen, Beine nochmal ausstrecken und Oberkörper tiefer, Kopf niedriger. Und einatmen nach oben. Gute Verschnaufung. Hände nach oben, einatmen. Ausatmen. Rechter Fuß zurück. Spende. Links zurück, ausatmen. Ausatmen. Ausatmen, runterkommen, Knie, Brustkorb, Kinn, Spannung,
geboren. Einatmen. Und Frau Mukaschwanz. Und ausatmen. Und Frau Mukaschwanz. Hier weiter atmen. Linker Fuß in der Mitte, rechts nach oben. Einatmen, Schritt vor. Ausatmen, links, ran. Einatmen, nach oben. Links, einatmen. Und runter, ausatmen. Links, Schritt zurück, ein. Rechts, auf. Knie, Brust, Kinn auf den Boden. Gut, einatmen. Beim Einatmen nach oben strecken. Ausatmen. Hier ein paar Atemzüge. Ein. Aus. Ein. Aus. Rechter Fuß, Mitte der Matte, linker Fuß nach oben. Einatmen, Schritt vor. Und ausatmen, rechts ran. Okay, ein, wieder auf, ausatmen, mit einem Sprung oder ein paar Schritten zurück in die Planke. Linker Fuß, Mitte, rechts nach oben. Nochmal Beine ausstrecken. Rechts vor. Knie setzen wir hinten ab. Und machen es dynamisch. Rechtes Bein ausgestreckt und nach vorne. Ausgestreckt. Vor. Ausgestreckt. Versucht auch mit der Atmung zu arbeiten. Ein, vorne, ausgestreckt, aus. Ein. Aus. Aus. Ein. Aus. Ausgestreckt bleiben. Rechtes Bein ausgestreckt. Auf die Grenzen. Ein Blick. Rechte.
Ich bin sehr entspannt. Wir bleiben noch ein paar Minuten. Okay. Anwickeln, reicht es gut? Ja, den rechten Fuß verlagern wir auf die rechte Mattenseite. Ja. Linkes Knie geht ein wenig zurück, dass wir hier so einen Winkel haben. Also nicht 90, sondern ein bisschen weniger. Mit den Ellenbogen kommen wir runter, soweit es geht, zu der Matte. Genau. Schauen, dass der Fuß nicht rausfällt hier seitlich, sondern dass der Fuß auf der Matte bleibt. Spannung in der rechten Hüftgelenk. Weit gehen, wie es geht. Ne? Überziehen. Wenn das ein Problem ist. Okay. Ja. Nach oben, rechten Knie, zurück, Faxe, in der Schulter wird auseinander, Hände, und wir kommen nach hinten, einatmen, auf und runter, ausatmen, wir lockern hier unsere Hüftgelenke auf, wie wir das alle gedehnt haben. Und aus. Gut. Die Knie zusammen. Wir legen unseren Bauch auf die Oberschenkel drauf, Stirn auf den Boden, Hände in den Rücken. Entspannen uns hier. Ein paar Sekunden. Entspannen die Schultern, lassen die Schulter runterfallen. Entspannen unseren Kopf, Nacken, Hals. Rücken, Brustkorb. Entspannen wir ihn weg.
Oberschenkel. Und die Wade. Dann langsam in die Wade. Tiefes Volumen ein. Ausatmen, kompletten Körper entspannen. Weiteratmen. Okay, wir kommen von hier aus nach oben. Wir machen ein paar Runden Kapalabhati, die Stoßatmung, kennt ihr alle? Ja, so 30 bis 50 Mal. Kurz sammeln, Augen schließen. Tief einatmen und langsamer ausatmen. Machen wir gleich noch einen Satz. Ein. Aus. Ein.
Dann auf die Matte wieder dran. Und die linke Seite der Serie noch fertig. Hände nehmen wir den Schultern, Füße hinten abgestützt. Gut ein. Aus. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, heraufschauen. Mit ein paar Atemzüge. Wir sind ein wenig ausgedreht nach außen. Entspannen. Tiefes ein. Oberkörper tiefer aus. Rechter Fuß, Mitte der Matte, links nach oben. Beide Beine ausgestreckt, die Ferse zieht zu der Matte runter, Oberkörper tiefer. Nehmen wir alles. Einatmen, links Schritt vor. Knie abgelegt. Die Matte ist hinter und links ausgestreckt und nach vorne ein. Ausgestreckt aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Und ein. Und ausgestreckt bleiben. Zwei, drei. Entspannen das linke Bein jetzt. Spüren die Dehnung hinten am Bein. Versuchen wir mit jedem Ausatmen immer mehr und mehr zu entspannen. Ziehen wir das Becken ein wenig nach hinten runter, stärken wir den Rücken. Und einatmen nach vorne kommen. Linken Fuß, linke Mattenkante, Ellenbogen in der Mitte, die Matte drauf. Öffnen wir das linke Hüftgelenk. Und arbeiten wieder mit der Atmung.
Einmal noch ein. Becken bleibt wieder oben. Ende nach vorne. Schwimm oder Kinn auf, gemacht drauf. Und Becken lassen und Kiefer runterfallen. Genauso Brustkopf. Wechsel nach vorne auf die Matte. Machen die Libelle. Rechte Hand geht vorne, also ist vorne und geht auf die linke Seite. Die linke Hand ist drunter. Also die rechte. Rechts, rechte auf die Seite, links. Und die linke unten rein, genau, und Kinn praktisch nach unten zum Boden. Genau, dann haben wir und ziehen in den Schultern. Jetzt geht der Akku her, stecke ich mal an. Entspannen. Wie gesagt, noch mehr Entspannung. Tiefes ein. Und aus, komplett alle Schultern, Oberkörper, alles entspannen, runterfallen. Und hier bleiben, und wie sagt man? Okay, rechte Hand jetzt raus, und die rechte Hand geht jetzt seitlich zurück, neben den rechten Oberschenkel. Kind geht nochmal tiefer runter zu der Matte. Am rechten Schulter ziehen wir weiter runter zu der Matte auf. Jetzt ist es links Schulterziehung verstärkt.
und gehe mal eine Stufe weiter. Linkes Knie angewickelt, also das Bein ist angewickelt, seitlich. Angewinkelt. Kopf einmal hochheben. Die linke Hand unterm Kinn. Seitlich. So rum, genau. Okay. Und rechten Fuß greifen wir hinten und ziehen ihn runter. Genau. Das ist jetzt die dritte Position. Tief Luft holen, ganze Lunge voll und aus, kompletten Körper entspannen und runterfahren. Okay. Raus. Bein wieder an, Hand raus. Die Hände vor uns auf die Matte. Finger schauen zu uns. Weiter auseinander. Und mit den Schultern jetzt vor und zurück. Und mit beiden nach vorne ziehen. Hinten den Rücken aus dem Becken heraus. Okay, und runter. Entspannung. Kopf eine Seite. Hände zurück. Schnaufen. Den Kopf auf die andere Seite. Entspannt jetzt hier nochmal, verstärkt die Schultern, die Arme. Kommen wieder nach vorne. Libelle mit links vorne, mit linker Hand, Seite und die rechte Hand ist drüber. Ja, genau. Kind ist in der Mitte dazwischen und zieht zu der Matte darunter. Dann verstärkt rechts die Bewegung. In der Schulter. Entspannen in den Oberkörper.
Die Verwirrung. Gut, Kopf nach oben, linke Hand zurück, nehmen wir den linken Oberschenkel und nochmal Kinn runter in der Matte. Position 2. Die linke Schulter versuchen wir auch mehr zu der Matte runterzudrücken. Rechtes Bein angelegt. Kopf nach oben, rechte Hand unterm Kinn. Mit der linken greifen wir nicht in das Gesicht. Runter. Und okay, Ende vor uns, dieser Stand vor uns, vor der Körper nach oben und Schultern auflockern. Jetzt an rechts. Und beide nach vorne. Gut, wie machen wir die Umkehrpose? Genau, die mittlere Reihe dreht sich um und wir drehen auf. Okay, mit einem Schub. Die Beine nach oben. Wie ich schon gestern gesagt habe, eine sehr gute Übung zum Arbeiten. Schlaf. Einfach mal vorm Schlafen gehen, eine halbe Stunde in Umkehrpose. Gut, die Füße über den Kopf nach hinten, Havasana-Flug.
Und langsam wieder abrollen. Wirbel, Wirbel, positiv. Knie bleiben oben angewinkelt. Knie gehen links, Kopf geht rechts. Und andersrum, Knie rechts, Kopf links. Ein paar Mal hin und her. Okay, Becken nach oben, Hände runter, Beine ausgestreckt, Oberkörper nach oben, einatmen. Und ausatmen. Okay, Shavasana. Die tiefen Entspannung. Wir ziehen uns warm an. So können wir gehen. Und entspannen uns die nächsten 10 Minuten. Gut. Bewege und entspanne deinen rechten Fuß. Den linken Fuß. Entspannen die rechte Wange, die linke Wange. Das Knie. Spannen den Oberschenkel. Spannen, Hüfte, Hüftgelenke. Spannen das Becken.
entspannen die Taille, den unteren Rücken, Steißbein, den mittleren Rücken und den oberen. Entspannen die Schultern. Entspannen den Brustkorb. Entspannen den Bauch. Alle Innenorgane. Entspanne den Hals und den Nacken. Mache ein paar Grimassen mit dem Gesicht. Lockere alle Gesichtsmuskeln. Entspanne dann die Zunge. Entspanne die Lippen, die Wangen. Die Ohren. Die Nase, die Augen, spannen die Stirn, schließen,
Willkommen zurück. Da rein, wenn unsere Hände. Genau, das ist einfach hier. Wie war mein Nachtwetter? Auch zu laufen. Ja, dann mal unsere Augen. Was hier dann unser Gesicht? Unsere Ohren? Nein. Strecken uns. Greifen unsere Knie, beide unteren auf den Rücken, vor und zurück, links und rechts. Ziehen die Knie ganz fest an uns ran, lassen sie los und entspannen. Kommen wieder nach oben in die Meditationspose, Ausdruckspose. Setzen uns nochmal gerade hin. Schließen die Augen. Konzentrieren uns auf den Körper. Spüren den Zustand jetzt nach der Beine. Hände nach oben und runter zu Namaste. Wir singen einen dreifachen Mantra. Atmen tief ein. Euch auch danke fürs Einschalten und schönen Tag noch.